Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Made of Scare. Im letzten Part sind wir im ersten Stock angekommen. Und hier treiben sich richtig viele von diesen stillen Sekte herum. Wir haben auch aktuell leider keinen Shot mehr für den Schalltonikum oder wie das heißt. Also für das hier Schallmodulator. Und wir haben aber zum Glück ein bisschen Alkohol für Seilen. Und wir haben den einen Schlüssel. Wir können einmal dann nach rechts und dann ganz oben geradeaus. Okay. Ich gehe einmal danach vor. Ich denke mal, dass wir da einen Ding benutzen können. Diesen Musikschlüssel, was wir da haben. Wir brauchen auch aktuell nur noch zwei von den, Glasscherben da, oder was ist? Ist das das hier? Ne, ist es hier. Ich hoffe, dass das das ist. Warte mal. Hey, kann ich das nicht benutzen hier? Ach ne, jetzt heile ich mich. Ne, das kann ich nicht benutzen. Okay, dann ist das nicht für das. Okay, dann gehen wir mal in die andere Richtung weiter. Weil da haben wir ja die Tür letztens auch aufgesperrt. Hier muss man sich wieder ducken. Da ist einer. Genau, nämlich hier ist eine Tür, da können wir nämlich rein. Ich habe mir gedacht, bei der anderen Tür könnte man mit dem Ding rein, mit dem Schlüssel. Aber hier waren wir auch. Oh Gott. Wie groß ist dieses Ding hier? Oh mein Gott. Die Szene der griechischen Mythologie. Was ist das denn? Wie gesagt, wenn ihr das lesen wollt, einfach auf Pause drücken. Ich scroll's mal ein bisschen durch. So. Wir brauchen langsam wieder ein bisschen was zum Verteidigen. Es ist ein extrem großer Raum hier überall. Boah, wir haben keine Heilung, kein Shot mehr, nix. Das ist nicht gut, Leute. Man sieht die halt auch so schlecht teilweise. Es ist nichts zum Heilen leider. Man bekommt wirklich wenig Heilung in dem Spiel. Das ist ein bisschen problematisch. Man muss echt viel mit der Karte auch mittlerweile spielen. Oh shit. Wo kommt denn immer dieser Giftnebel? Da rechts ist eine Tür. Da ist einer. Oh, ich bin vorbeigegangen. Ups. Geht nicht. Da brauchen wir wieder einen anderen Schlüssel. Oh Gott. Da ist auch noch eine Tür. Okay. Auch verschlossen. Oh, da ist dieser der, was da in der letzten Folge rausgekommen ist. Oh mein Gott. Das ist echt wirklich nur noch Rätsel. Ein bisschen wie Resident Evil, habe ich das Gefühl auch irgendwie. Wieder eine Tür, die habe ich übersehen. Ich bin echt blind, Leute. Hier kann ich rein. Das wäre ein Speicherding. Es wäre cool, wenn hier was zum Heilen einmal wäre. Oh,
Okay. Ja, dieser Pfad ist komplett irre. Das heißt, in dem Raum hätten wir einen Safe Room. Hier scheint irgendwie nichts zu sein aktuell. Hier rechts ist aber eine Tür. Hier können wir auch rein. Das gibt's ja nicht, dass hier nirgends ohne Heilung ist. Was ist das hier? Oh nein. Oh, was ist das? Oh Gott. Ich bin tot. Hä? Ist das gewollt oder ist das... Ne, das war gewollt. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was geht jetzt ab? Hä, wo... Hä, wieso bin ich jetzt wieder hier? Ach so. Ach so, ich weiß, glaube ich, bin in dem unteren Raum. Geh mal hier weiter. Naja, aber da bekommt man einen wichtigen Gegenstand hier. Hier kann ich halt auch rein. Was ist das denn hier? Oh mein Gott, Leute. Okay, das ist die Bibliothek. Habe ich eine Heilung eigentlich? Nee, ne? Nee. Okay, hier muss man das aktivieren. Oh mein Gott, Leute. Was ist das hier? Ah, das ist eine Heilung. Gut, gut, gut. So ein Shot wäre mal wieder cool. Hier muss irgendwo ein Ding sein. Hier ist ein Schalter. Das ist aber sicher noch irgendwo einer. Was ist das hier? Ach, hier ist gar nichts. Okay, ich glaube, da hinten ist ein Shot, glaube ich. Hier ist auch nichts. Ja, hier ist ein Shot für das Modul. So, hier kann ich wieder runter. Okay, sehr gut. Okay, auf der Seite ist noch ein Schalter. Ah, ich bin die falsche Seite gegangen. Ach, jetzt kommt er natürlich genau hierher. So, in welche Richtung geht der? Okay, von der Seite kommt eh keiner. Naja, okay, geht's wieder zurück. Okay, den können wir mal folgen. Okay. Jetzt kommt der andere zum Glück nicht hoch.
Hier ist eine Puppe wieder, glaube ich. Nee. Da ist der Schalter. Oh, der ist blockiert. Ach komm. Ich kann mich unmöglich gehört haben. Ja, genau. Da muss ich das wieder reingeben, oder? Oh mein Gott. Lauf, lauf, lauf. Ja, genau. Wieder alles verschwendet, Leute. Oh mein Gott. Ja, das sieht mich jetzt. Ich kann nicht abwehren. Ach, das ist doch echt. Ach Gott, Leute. Jetzt soll er wieder woanders hin. Man muss halt wirklich die ganze Zeit crouchen hier. Jetzt ist er woanders hingelaufen. Das Einzige, was ich in dem Spiel ein bisschen schlecht finde, ist, man hat irgendwie überhaupt keine Gegenstände, die was man benutzen kann, um die abzuwehren. Also halt die, um die, dass man Gegenstände werfen kann oder so, das kann man gar nicht. Oh, die verlieren mich aber nach der Zeit. Aber bekommt halt wirklich zu wenig Shots und so. Ah, da ist eine Scherbe, aber. Ein Wappenfragment. Da ist halt auch noch ein Fragezeichen in einem Raum. Ich frage mich halt jetzt, ob das da wirklich alle. Oh mein Gott. Okay, das heißt, wir können ja mal speichern gehen hier nach vorne. Speichern wir hier mal. Gut. Ja, der eine Raum da, der ist halt die Frage. Ob wir hier halt auch ein Fragment bekommen, ist halt die Frage. In dem Raum hier genau. So, ich probiere das nochmal, Leute. Weil ich glaube, hier bekommt man auch einen Splitter. Also so ein Fragment. So, versuchen wir das nochmal. Da muss ich mir wieder alle beiden Dinge rauf. Ah, hier sieht man es aber. Das ist hier. Genau. Das ist jetzt richtig schwierig hier.
Ich sehe in der Dunkelheit gar nichts. Hier ist halt die Musik am stärksten. Aber hier ist nichts. So, wie viel Ding haben wir denn hier? Es ist hier schon sehr stark. Es ist falsch. Mein, hier ist am stärksten diese Musik. Ja. Hier musste man einfach durchrushen. Hey, was ist das? Was ist das? Ich höre irgendwas. Hier schreibt irgendwo jemand was. Wer ist das? Pretoons Williams, den haben wir auch schon mal gehört. Ach, jetzt muss ich da noch ein Rätsel lösen. Boah. Okay, das ist schwierig. Es ist hier stärker. Ja. Aber da muss man sich echt richtig aufs Gehör verlassen. Boah, man bekommt hier halt keine Heilung, ne? Was ist das denn? Das war jetzt kein Secret, oder? In ein Kleid oder so? Ah, ist hier am stärksten. Oh mein Gott. Mathilda Norton, Notenblatt. Heute ist vorbei. Das war nur ein Secret, glaube ich. Ach nee, Ach, ob, als ob das nur ein Secret war. Ja, Leute, das war nur ein Secret. Ach du KG. Können wir eigentlich durchlaufen? Okay, können wir eigentlich auch durchlaufen. Hier haben wir auf jeden Fall ein Splitterfragment. Oh, 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 oh. Rechts weiter. Oh, 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 oh. Speichern auf jeden Fall. Okay, es gibt also wirklich Secrets auch, das müssen wir uns merken. Da müssen wir da rechts rauf dann, weil da haben wir auch noch einen Raum. Ach, was will denn der jetzt hier? Okay, werde ich den Part auf jeden Fall ein bisschen schneiden, denke ich.
Ah, der geht schon wieder. Wir müssen gerade rauf, auf jeden Fall. Jo, Leute, hier gab es jetzt einen kurzen Cut. Das Problem war, ich habe nämlich bei meiner letzten Aufnahme die Datei, also das Video eigentlich schon fertig gerendert gehabt und alles. Nur das Problem ist, also ich habe, mir ist mein Laptop leer geworden, also einen kurzen Moment, und dadurch habe ich dann die letzten 5 Minuten von dem Video verloren. Das heißt, ich kann das jetzt alles nochmal nachspielen. Wir waren ja da am Weg nach oben. Und sind auf jeden Fall. Wir haben jetzt nicht so viel verloren, also ich weiß jetzt schon am Ende, wie man hier weiterkommt. Hier kann ich aber was benutzen, oder? Nee. Brauche ich einen Adlerschlüssel oder so? Genau, wir waren ja auf dem Weg da nach oben. Zu der einen Tür. Okay. Es gibt zwei Türen insgesamt. So. Ach so, hier ist ja gar nichts, stimmt. Okay. Oh, 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 oh. Ich habe schon wieder irgendwo ein Monster gehört. Irgendwo hier. Oh mein Gott. Ganz nah wieder. Genau, hier war auch irgendwas. Ah, hier ist die Karte für den ersten Stock. Hier ist aber wieder keine Heilung, oder? Genau, hier kann man nämlich das Feuer ausmachen. Und dann ist das eigentlich schon der größte Teil von dem Stockwerk gewesen. Erstmal die Hände verbrennen, man kennt's. So, Leute. Wir haben auch hier wieder keine Heilung irgendwie. So, wir müssen jetzt zurück in den ersten, aber wir haben da rechts oben noch ein Rufzeichen. Das heißt, hier kann man noch was machen. Und ich verstehe nicht, warum ist hier so. Hier ist doch nichts in der Ecke, oder? Oder doch? Nee. Oh Gott. So, das heißt, wir gehen wieder zurück. Ganz entspannt. Ja, hier ist einer. Oh, jetzt wieder dieser komische. Okay, wir müssen da ganz nach vor. Da ist auch einer. Als ob die immer alle da am Gang dann ausgerechnet sind. Komischerweise hören sie das gar nicht. Okay, der eine ist ja auch noch hinter uns. So, wir müssen jetzt da zurück. Wieso weint der immer? Der hat sich ja zu so einem Wesen gemacht. Hier können wir noch nicht rein. Und ich habe auch gesehen, da unten im Erdgeschoss waren wir in einem Raum auch noch gar nicht. Keine Ahnung. So, wir müssen nämlich, das habe ich komischerweise am Anfang nicht gesehen, wir müssen nämlich jetzt hier rein. Ich glaube, wenn man die Tür zuhört, glaube ich, dann hören sie einen in diesem Raum, glaube ich nicht. Zumindest kann ich mir das so vorstellen. Denn hier ist das nächste Fragment. Hier müssen wir jetzt aber richtig schnell sein. Jetzt fliegen wir hier runter und müssen jetzt aber sehr schnell diese ganzen Dinger hier aufmachen, weil hier ist irgendwo das rettende Item drin. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Nee, ich glaube, ich werde sterben. Komm schon. Aber wo ist denn das? Da ist es. Aber es ist zu spät, glaube ich. Aber wir könnten es ganz knapp noch schaffen. Ja. Oh mein Gott, das war.
In letzter Sekunde, Alter. Krass. Boah, das war gerade so knapp, Leute. So. Jetzt kommen wir wieder hier raus. Ah, hier sind wir. Genau. Wir haben auch keinen Schuss mehr und keine Heilung mehr. Ne, hier ist nichts mehr. So. Hier ist ein Fragment aber. Und hier war auch noch eins. Jetzt müsste das eigentlich aufgehen hier. Ja, und die wissen natürlich wieder alle, wo wir sind. Oh mein Gott. Wir laufen, Leute, wir laufen. Ah, da kommen sie schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. So, jetzt sind wir im ersten Stock auch, glaube ich. Also im zweiten Stock, Blödsinn. Schau mich mal kurz hier noch um. Wie gesagt, ab jetzt ist es wieder komplett blind. Jetzt weiß ich nicht mehr, was hier abgeht. Jetzt sind wir im zweiten Stock. Hier ist ein Telefon. Ich schau mich hier nochmal kurz um. Da ist ein Schuss. Oh, was ist denn das? Das sieht ja sehr schön aus. Ich würde halt gern hier so eine Heilding haben. Ich will halt noch nicht zum Telefon gehen. Oder wisst ihr was, Leute? Ich mache hier einen Cut. Ich gehe aber nochmal runter in den nächsten Stock, dass ich hier speichern kann. Den Fortschritt auf jeden Fall, Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns wieder hier. Bis dann und ciao, ciao.